Hi Leute! Jeder kennt sie, jeder liebt sie, die Anime-Hits. Die zweite Auflage kommt gerade druckfrisch aus dem Tonstudio. Anime-Hits 2! Let the music rain hardcore into your brain, lautete der Slogan im Knotelstudio. Es regnete Effekte und abgefahrene Soundfetzen, bis die Anime-Hits 2 von der neuen CD strahlten. Der Meister an die Knote hat's einfach im Blut. Bei den Aufnahmen zum neuen Pokémon-Song Ich glaub daran war BTV mit von der Partie. Tonmeister Knote und der Sänger Noel Pix machen sich erstmal locker, um the right feeling für die Melodie zu bekommen. Next Step, der Songtext. Der wurde vom Original-US-Opener übersetzt. An die Knote singt Noel schwierige Passagen vor, damit klar ist, wie es Noel dann in den Aufnahmen trällern soll. So, ich glaube, wir können mal rübergehen. Ich meine, du kannst mal rübergehen. Außer ich sing selber. Bis hierhin alles klar, oder? Und jetzt kommt Noel ins Spiel. Hallo. Pokémon, ich weiß genau, was zählt. Ich habe diesen Weg ja selbst gewählt. Wir werden hoffentlich das Richtige tun. Der Bus gab keine Zeit, um anzuruhen. Es war mein Traum von Anfang an. Ich werde Meister. Ich glaub da... Das ist ein bisschen Chefs gewesen. Ich glaub daran. Nach den Aufnahmen setzt Andi Knote die Takes zusammen. Dann kommt im Tonstudio noch etwas Hall dazu, der Klang wird verfeinert und das ganze Liedchen wird dann so am Computer abgemischt, damit es auf jedem Fernseher und auf jedem CD-Spieler extrem groovy aus den Lautsprechern plätschert. Und fertig ist das Supermaster-Album. Und ihr könnt es bei mir gewinnen. Ihr müsst nur noch einmal schlafen. Schaut einfach morgen zur selben Uhrzeit RTL 2. Natürlich BTV. Also auf geht's, Anime-Fans. Noch 24 Stunden, dann kann sie euch gehören, die Anime-Hits 2.